glaube, alle Hundebesitzer sind sich da einig. Das Schönste ist, wenn man den Vierbeiner immer mit sich dabei haben kann und wirklich immer gemeinsam durchs Leben geht. An manchen Stellen ist das aber leider nicht möglich. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir den Vierbeinern auch lernen, alleine zu bleiben. Bevor wir jetzt die Hunde so richtig während einem Arztbesuch oder ähnlichem die ganze Zeit schon eine lange Zeitspanne daheim alleine lassen, hätte ich ganz gern, dass man das wirklich mal trainingstechnisch positiv aufbaut. Ich beginne dabei gar nicht, dass ich das Haus oder die Wohnung verlasse, sondern dass ich erstmal innerhalb der Wohnung, der Wohnfläche, von einem Raum in den anderen wechsle und den Hund aber zum Beispiel im Wohnzimmer alleine lasse. Wenn ich merke, dass da das Stresslevel des Hundes schon so hoch ist, weil er zum Beispiel anfängt zu winseln, zu bellen, sich die ganze Zeit kratzt, übermäßig schlägt oder ähnliches Verhalten zeigt, dann kann ich da schon darauf eingehen und sagen, ich muss das jetzt oder ich darf das auf jeden Fall nicht weiter steigern. Was wichtig ist, wenn das drinnen funktioniert, also innerhalb der Wohnfläche, dann nehme ich Triggerpunkte dazu, wie zum Beispiel den Schlüssel, Schuhe, die ich mir anziehe, gerne auch die Haustür versperren, damit das wirklich komplett real ist und der Hund das nicht unterscheidet zwischen Training und echter Situation. Und dann versuche ich, dass ich kreuz und quer durch die Wohnung gehe, warte, bis mein Hund sich beruhigt hat und höre mit dem ganzen Tür schließen, Tür wieder öffnen, ich komme rein, ich gehe raus, höre damit erst auf, wenn der Hund sich hingelegt hat oder sich ein bisschen entspannter zeigt. Man kann auch mit Managementmaßnahmen da ganz gut arbeiten, zum Beispiel dem Hund irgendwas ganz Besonderes geben, was es sonst nicht gibt. Das gibt es immer nur, wenn er alleine ist. Da könnte man zum Beispiel Trockenfutterstücke komplett in der Wohnung verteilt verstecken und den Hund dann zum Suchen schicken, dann erst aus der Tür rausgehen. Ich kann zum Beispiel auch ganz gerne mit Musik arbeiten, dann hat der Hund immer noch Geräusche und hört nicht alles, was rundherum passiert, so deutlich raus. Wartet wahrscheinlich auch nicht so ganz gespannt, ob er ein Geräusch vom zufahrenden Auto oder ähnlichem hört. Und wenn es am Abend ist, dann empfehle ich auch immer noch gerne, dass man das Licht dazu anlässt. Wichtig ist, dass die Hunde, wenn sie allein bleiben lernen, nicht immer von der Zeitspanne her gesteigert werden. Das heißt, ich fange nicht an mit 2 Minuten, gehe dann auf 5 Minuten, 10, 15 und 20 und so weiter, sondern ich mache das gerne wirklich komplett, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Beim ersten Mal nur 30 Sekunden, dann gerne mal 4 Minuten, dann aber wieder auf 1 Minute reduzieren, dann auf 10 Minuten nach oben, wieder auf 5 Minuten nach unten beim nächsten Versuch. Einfach nur aus dem Grund, weil Hunde ja doch eine innere Uhr haben und das ganz gut mitzählen, wann jetzt der Mensch kommen sollte. Und oft ist es dann nach hinten raus eben so, dass der Stresspegel steigt und die Hunde dann irgendein Verhalten zeigen, dass sie sich ritualisieren. Und damit das nicht entsteht, wirklich immer komplett unkoordinativ, sage ich dazu, also mal länger wegbleiben, mal kürzer wegbleiben, damit die Hunde das nie abschätzen und mitzählen. Mit diesen Tipps sollte es euch gelingen, wenn ihr wirklich rechtzeitig damit beginnt, dass euer Hund entspannt alleine zu Hause bleiben kann.